Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu unserem Let's Show von Die Siedler 1. Ja, ich zeige euch nach wie vor immer noch die erste Mission der mächtiger Pseudo-Kampagne, wie man es nennen möchte. Unsere kleine, beschauliche Siedlung ist schon sehr effektiv geworden. Also Ressourcen werden gesammelt. Es wird auch schon Gold hergestellt. Soldaten kommen, um den Turm zu besetzen. Ja. Ziemlich viele Gefiederte sogar. Haben wir denn so viele? Ja, haben wir. Wow, wir haben sogar einen mit Orange. Der geht gerade ins richtige Gebäude. Ja, ein Nitter hat ein neues Gebäude besetzt und dadurch uns Platz gemacht. Gucken wir doch mal. Nicht sonderlich viel, aber hey, hier gibt's Granit. Schließen wir den mal hier an. So. Ja, wir sollten trotzdem irgendwie gucken, dass wir mehr Nahrung produzieren. Hier oben würde sich eher anbieten, aber hier ist auch nicht genug Platz. Deswegen würde ich mal sagen, expandieren wir doch in die Richtung. So, und eine Sache, die ich euch vergessen habe, das letzte Mal zu zeigen, was ein sehr wichtiger Aspekt noch von Siedler 1 und nur von Siedler 1 ist. Hier ist unser Schloss. Und jetzt gehen wir einfach mal nach Süden. Geht weiter nach Süden. Immer weiter nach Süden. Da kommt auf einmal unser Gegner. Und da ist wieder unser Schloss. Hey! Das heißt, wenn wir nach Norden gehen, kommt unser Gegner. Da kommt eine Weile nichts. Und da ist wieder unser Schloss. Ja, worauf ich anspielen will, wofür mich die Flat Earther nachher hassen werden, vor allem in den Kommentaren, können sie ruhig ihre 100.000 Rage-Kommentare loslassen. Die Welt ist rund in die Siedler. Eins. Ja. Und das müssten wir halt auch beachten. Wenn wir uns ausbreiten und wenn sich der Gegner ausbreitet. Das heißt, er kann auch aus anderen Richtungen kommen. Also theoretisch hier unten. Ja. Ist es gar nicht mal weit zwischen uns und dem Gegner. Das heißt, wenn wir können, sollten wir uns hier besser ein bisschen befestigen. So. Wird hier unsere Holzfäller arbeiten und
weitere Gebäude gebaut werden. Natürlich muss dazu auch erstmal das Baumaterial ankommen. Naja, das Gute ist, es sind genug. Wo gehen die Steine hin? Die wurden einfach irgendwo aus dem Weg geschafft. Okay. Dass da Brot und Fleisch auch transportiert wird, das macht etwas mehr Sinn. Dass die Waffen da rumtransportiert werden, eher nicht. Deswegen, wie heißt das so schön, es führen mehrere Wege nach oben. Ja. So, das heißt, wir vernetzen ein bisschen besser. Oh, unser Planierer ist hier unten mit dem Planieren vom Turm fertig. Hier kommt langsam das Baumaterial für die Wachhütte an. Und in unserer Festung hier wird schön trainiert. Also ich glaube, je größer das Gebäude war, desto effizienter ist das Training da drin. Also natürlich das effizienteste ist die Burg. Oder das Schloss besser gesagt. Und die Festung und die Burg hat das zweitbeste. Das schlechteste ist, wie gesagt, die Wachhütte. Da wurde noch kein einziger drin befördert. Hier drin auch noch nicht. Während wir hier schon zwei von den starken Rittern haben. Wie sieht's hier drin aus? Haben wir wieder neun Flügelhämmchen? Ja, und da kommt mehr Gold. Was sagt denn unser Militär dazu? Ah, unsere Kampfkraft steigt langsam.
der Gegner selber produziert ziemlich wenig eigentlich, wenn man es so sieht. Also ja, da drüben hat er eine Eisenschmelze. Aber er kümmert sich weder um Gold. Hey, unser Wachhaus ist fertig. Sehr schön. Dadurch, dass wir jetzt da eins haben, können wir hier oben noch eine Weizenfarm errichten. Ja. Genug Platz ist dafür, ja. Wir können hier eine Schweinezucht errichten. Das wäre das Gebäude. Hier einen Metzger, das wäre das Gebäude hier. Dann müssen wir dafür hier mal abreißen. Jetzt zum Metzger hin. Und hier anschließen. So. Gut. Ah, guck doch mal. Hier hat sich das langsam gelöst, dadurch, dass wir neue Straßennetze gebaut haben. Unsere Kampfkraft ist schon bei 40%. Und ja, was es noch gibt, sind diese Flaggen hier, die ganz wichtig sind. Aus zwei Gründen. Wo kann man es denn gerade am besten sehen? Ja, eigentlich wirklich an der im Verhältnis zu dieser hier. Erstens ist die Flagge etwas niedriger, also sie ist nicht ganz oben am Pol. Kann man vielleicht schlecht erkennen, ich hoffe man sieht es einigermaßen. Und diese Flagge hat ein fettes Kreuz, während diese hier nur einen dünnen Strich hat. Ja, im Vergleich, hier haben wir eine mit einem dünnen Kreuz. Die auch ein bisschen gesenkt ist. Ja, die Fahnen haben zwei Indikatoren. Die Höhe sagt aus, wie voll das jeweilige Wachgebäude, Militärgebäude besetzt ist. Also das hier, die Festung zum Beispiel, ist am vollsten. Also ist voll, weil beide Fahnen ganz oben sind. Der Turm ist auch voll. Der hier auch. Der Turm hier ist... Das Wachhaus hier ist nicht ganz voll. Und das hier auch nicht. Der Strich auf der Fahne sagt an, wie nah das Gebäude zur Grenze ist. Damit man sehen kann, wenn ich ein Gebäude dann angreife. Also hier über den Angriffsbutton. Wer alles dran teilnimmt. Also,
drei Leute aus Gebäuden mit dicker Fahne. Drei Leute aus Gebäuden mit nicht ganz so dickem Strich, also dem dünnen Kreuz. Einer nimmt Teil aus einem Gebäude mit nur einem Strich. Und null nehmen mit weißen Fahnen, also wenn der Gegner gar nicht nah an einem ist, dann ist die Fahne weiß. Könnte man wahrscheinlich hier oben dann sehen, weil sich ja der Gegner in die Richtung ausbreitet. So wie es bei meiner Hütte wahrscheinlich gleich, also bei meinem Wachturm gleich der Fall sein könnte. Also na, ist der Gegner ja nicht an uns. Deswegen kommen auch nur zwei Leute zum Besetzen. Oh, ich habe nichts gesagt, da kommt sogar noch einer von den fast ganz guten. Und ja, was ich jetzt mal tun werde, da wir gerade nicht angegriffen werden, ist es die Soldaten austauschen. Jo, ein Ritter hat ein Gebäude besetzt. Okay, es ist doch noch eine durchgestrichene Fahne. Okay, dadurch verlassen. Federhemdchen. Ich habe mich jetzt hoffentlich nicht vertan und gesagt, zieh die Starken zurück und bring die Schwachen raus. Aber eigentlich sollte genau dies nicht der Fall sein.